Hey und willkommen bei der neuesten Folge der MSV Duisburg Karriere mit mir, euren Danny Taylor. Wenn du Bock hast, kannst du jetzt natürlich schon einen Daumen nach oben da lassen. Emre Can zu Borussia Mönchengladbach, what the fuck? Für 43 Millionen? Well, that escalated quickly oder so. Auf jeden Fall kannst du mir extrem weiterhelfen, vor allem noch mit dem Algorithmus auf YouTube aktuell, wenn du mir jetzt schon einen Daumen nach oben da lässt. Und auf gar keinen Fall am Ende des Tages vergessen zu kommentieren, ihr kennt das ja. Ich versuche auch meistens zu antworten. Ich lese mir immer alles durch und ich würde mich mega darüber freuen. So helft ihr mir auch extremst weiter. Und jetzt würde ich sagen, ab zu FIFA. Beziehungsweise, viele von euch haben es sich gewünscht, dass ich eventuell mal etwas zum echten MSV sage, beziehungsweise zur Sportdirektor-Thematik oder Ingo-Wall-Thematik. Und seitdem ist ja noch viel mehr passiert. Spielabbruch, das erste Mal in einem Profispiel und so weiter und so fort. Mega geil. Hey, guckt euch alle Duisburg an. Läuft optimal bei uns. Geil. Nee, was soll ich dazu groß sagen? Also kommen wir erstmal zur Sportdirektor-Thematik beziehungsweise Grillitsch-Thematik. Also ich würde gerne Ingo Wald da so ein bisschen rausnehmen, weil ich finde, Ingo Wald macht an für sich einen sehr, sehr guten Job beim MSV Duisburg. Man könnte vielleicht sagen, einen Grillitsch festzuhalten ist ein bisschen schwierig. Allerdings muss man sagen, dass er finanziell sehr viel Gutes für MSV getan hat, also der Wald. Grillitsch hat es jahrelang sehr gut gemacht, vor allem durch den Zwangsabstieg, was er da geleistet hat, war großartig. Man muss aber sagen, es geht jetzt schon seit ein paar Jahren ziemlich bergab mit dem MSV Duisburg. Und die einzige Konstante, die aktuell noch da sind, ja, muss man sagen, ist Ingo Wald und Ivica Grillitsch. Und Grillitsch ist für unseren Kader verantwortlich. Und da muss man einfach sagen, was war vor allem letzte Saison das Beschissenste beim MSV? Es war die Innenverteidigung. Jeder hat gesagt, safe, wir brauchen zwei neue Innenverteidiger, weil unsere Verteidigung war absolut beschissen. Man kann sagen, auf der 6er Position wurde Bakalorz geholt, eigentlich ein Riesentransfer, der bis jetzt noch nicht das hinkriegt, was sich viele am Anfang des Tages von ihm versprochen haben, weil ey, der hat Erstliga-Erfahrung, ist ein krasser Spieler, der muss sich halt auch natürlich noch ein bisschen steigern. Aber der größte Problem, Innenverteidigung. Was wurde gemacht? Lange Zeit nichts in der Innenverteidigung. Man hat immer wieder Gerüchte gehört von Felix Bastians, Holger Bartschuber. Am Ende kam dann der Steurer. Ja, er ist gesetzt. Aber er kam nur einer. Und man muss sagen, man hätte safe noch einen Innenverteidiger gebraucht. Auch wirklich mal ein mit einem etwas anderen, vielleicht auch für die dritte Liga einen etwas krasseren Namen. Aber wenn man sich dann von Steurer mal die Sachen angeguckt hat, wie der in den letzten Jahren gespielt hat, hatte der auch nicht die krassesten Spielzeiten, muss man sagen. Von daher hat da jeder was anderes erwartet. Und da muss man echt sagen, da hat Grillitsch ein weiteres Jahr in Folge so ein bisschen reingeschissen. Es lief ja lange Zeit an für sich ganz gut. Also jetzt in der Offensive vor allem. Nur defensiv waren wir halt absolut beschissen. Und da muss man sagen, warum wird diese Position, die wichtigste Position, wo wir uns hätten verbessern müssen, erst so spät geklärt? Das raff ich einfach nicht. Es war von Anfang an klar, wir brauchen Innenverteidiger. Und gefühlt war der Steurer einer der letzten Spieler, die kamen. Das ist so ein bisschen weird, muss ich sagen. Aber keine Ahnung. Wir wissen alle, der MSV hat nicht viel Geld, aber da hätte man eventuell doch für einen Innenverteidiger ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Beziehungsweise einen weiteren holen. Weil Steurer, ey, der ist immerhin gesetzt, muss man sagen, ne? Das bedeutet ja schon ein bisschen was. Ansonsten muss man sagen, viele Neuzugänge, die gekommen sind, schlagen nicht so ein, wie sie eigentlich sollten. Angesprochen Bakalorz, aber ich glaube, da kann noch einiges kommen. Auch Linksverteidiger Quadvo kriegt es auch noch nicht ansatzweise hin, einen Sicker zu ersetzen, was auch nicht ganz so geil ist. Fälscher ist ein Publikumsliebling. Schön für ihn. Bringt auch keine Leistung, ist zu langsam, gefühlt manchmal auf der Rechtsverteidigerposition, meine Meinung. Aber auch der kann sich noch bessern. Bakir, der ist noch jung, den würde ich da ein bisschen rausnehmen. Für ihn auch absolut schwierig. Und man hat es halt wirklich nicht hinbekommen, Daschner zu ersetzen, auch nicht. Aber ich denke mal, dafür war auch ein Bakir da. Eventuell kommt das noch, weil wie gesagt, der ist noch jung. Ansonsten, schwierige Thematik. Ich würde auch mittlerweile sagen, dass wir eigentlich einen neuen Sportdirektor bräuchten. Aber so tief ist man dann auch nicht drin. Ich verstehe halt die Arbeit nicht, die aktuell dahinter steckt. Ich raff's einfach nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich verstehe diese Innenverteidiger-Sache so gar nicht. Ja, da, und jetzt können wir natürlich noch ansprechen. Ey, Lieberknecht wurde damals gekündigt. Ja, wenn man sich jetzt anguckt, was der in Darmstadt reißt, war absolut falsch. Aber man muss auch sagen, der hat es in Duisburg auch eine Zeit lang echt nicht mehr gerissen bekommen, ja. Dann Lettieri zu verpflichten. Das war der größte Mindfuck ever. Das hat, glaube ich, keine Sau verstanden. Also, keine Ahnung, da habe ich von Anfang an gedacht, wollen die mich verarschen? Dann Dodgef hat, ja, für die Saison gut gemacht, hat dann auch reingeschissen. Deswegen verstehe ich, dass man dann auch wieder einen neuen Trainer holt, weil der Kader passt anscheinend teilweise nicht so gut zusammen. Mal wieder defensiv, nice. Ja, und der Hagen Schmidt ist die ärmste Sau von allem. Was soll er machen, ne? Hat ja jetzt auch noch ein Fernsehteam die ganze Zeit bei sich. Geil.
Ja, wir können einfach nur hoffen, dass irgendwas in dieser Winterpause passiert, dass der MSV noch irgendwie schafft, in der Rückrunde da unten rauszukommen. Ja, das ist mir jetzt mal kurz so auf den Schneller eingefallen. Jetzt würde ich sagen, widmen wir uns wirklich FIFA. Und tut mir leid für den Real Talk an dieser Stelle. War so auch nicht geplant und war, glaube ich, auch sehr, sehr unstrukturiert, weil ich mir absolut keine Gedanken vorher darüber gemacht habe. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz den Kalender an. Wir treffen heute noch auf Wien Wiesbaden am vorletzten Tag der Transferphase, also des Januar-Transferfensters. Und dann haben wir den Deadline-Day und dann beenden wir auch die Folge, weil wir haben ja jetzt schon relativ viel geschwafelt, sage ich mal. Und es wird auch noch einiges passieren, hoffe ich zumindest, so ist zumindest der Plan. Denn ich hoffe noch, den einen oder anderen Spieler zu verkaufen und dann eventuell noch zwei Neuzugänge zu kriegen. Und ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part, der wird richtig krass, denn wir treffen auf FC Bayern München im DFB-Pokal und das wird einfach überkrass. Keine Ahnung, wie wir das gegen die Mannschaft schaffen sollen. Ja, ich habe da aber schon mega Bock drauf im nächsten Part. Aber wir müssen jetzt erstmal den Part zu Ende bringen. Und dann möchte ich mich nämlich auch noch ein bisschen verstärken und nicht so reinkacken wie unser Sportdirektor in echt. Und mal ganz nebenbei zu dieser Rassismusdebatte werde ich mich jetzt nicht groß äußern, weil man liest so viel Unterschiedliches. Und ich weiß auch Unterschiedliches und so weiter und so fort. Weswegen ich es, glaube ich, am schlauesten finde, dann jetzt gerade nicht so viel drüber zu reden. Weil egal, was ich sage, es ist nur Scheiße. Weil egal, was ich sage, ich kann es wahrscheinlich niemandem recht machen. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, Rassismus gehört nirgendwo hin. Rassismus hat im Stadion nichts zu tun, Rassismus hat im Alltag nichts zu suchen. Rassismus ist und bleibt einfach Scheiße. Das soll einfach weg, ich verstehe es auch nicht. Also ich finde es einfach unfassbar unnötig. Aber jetzt genau die Thematik, was da beim MSV-Spiel passiert ist, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Wir spielen jetzt hier entspannt weiter FIFA. Das wird mir eh heute schon schwer genug gemacht, weil der MSV macht es echt nicht einfach in letzter Zeit, muss man mal gesagt haben. Meine Fresse. Wisst ihr, was mich freut? Dass Yannick Schuler, unser Stürmer, aktuell mit 15 Toren die Top-Torjägerliste anführt. Das ist geil. Wird Zeit, dass wir uns noch einen Stürmer verpflichten. Eigentlich habe ich ja im letzten Part gesagt, ich möchte gar nicht mehr zwingend irgendeinen Stürmer verpflichten, da ich es irgendwie als unnötig erachte. Jetzt, wo wir auch Buadus verkauft haben, habe ich mir gedacht, holen wir einfach Ekene wieder hoch. Allerdings ist seit dem letzten Mal, wo ich einen Part hochgeladen habe, einiges passiert. Und zwar wurde ein ehemaliger Stürmer vom MSV bei seinem Verein ausgemustert. Genau, wir sprechen hier von der Wampe schlechthin, von Sascha Mölders. Und ich habe Bock, den zurückzuholen. Den zurückzuholen zum MSV Duisburg als Backup-Stürmer für Schuler. Er dürfte so eine 66er, 67er Gesamtstärke haben, keine Ahnung. Der ist immerhin schon 36 Jahre alt. Eventuell kriegen wir es sogar hin, den relativ günstig zu schießen, den billiger zu holen, als wir Buadus verkauft haben. Und dann würde ich sagen, wäre Sascha Mölders halt so ein geiler Backup-Stürmer für Schuler. Und ey, Digga, ich habe voll Bock, die Wampe zu verpflichten, ich bin ehrlich. Außerdem hat der ein Tattoo vom MSV. Das wäre einfach maximal geil. Von mir aus können sie dann auch in echt holen. Haben wir einen Rentenstürmer da vorne. Beziehungsweise Rentnerstürmer, weil Buadus ist ja auch nicht viel jünger. Ne? Von daher gehen wir jetzt rein, weil der kann auch unsere Jungs für die Rückrunde nochmal richtig motivieren, dass wir den Aufstieg in die zweite Liga definitiv schaffen. Und deswegen gehen wir jetzt in die Verhandlungen rein. Der 36, 250.000 Bar auf die Kralle, ohne Steuern, ohne alles. Nimm es einfach an, wäre doch maximal geil. Die wollen 340.000. Ich habe halt bis jetzt absolut keine Ahnung, was der Wert ist. Ich bin ehrlich, ne? Okay, komm. Transfersumme 250.000 und 10% Weiterverkaufsgebühr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den irgendwann nochmal verkaufen. Das wäre absolut witzig. Okay, die wollen unbedingt 340.000. Finde ich frech. Ganz gerne die 2 da vorne stehen, muss ich sagen. Okay, scheiß drauf. 310.000, scheiß drauf, dass die 2 da vorne stehen sollte. Wir wollen Mölders verpflichten. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was er wert ist. Aber 310 ist nice. Ich glaube, wir haben mehr tatsächlich durch den Verkauf von Buadus eingenommen. Wahrscheinlich verschlechtert sich Mölders genauso schnell. Aber ist mir egal, es ist Sascha Mölders. Es ist die Wampe. Die Wampe der dritten Liga. Ich habe einfach Bock auf den, ich bin ehrlich. Und Junge, der hat im Wedau-Stadion bzw. in der Schauinsland-Reisen-Arena geheiratet. Der hat Bock zurückzukehren. Rolle im Kader, wichtig, das spricht für seine Gesamtstärke. Von daher behalten wir das einfach mal so bei. Ey, es wäre so geil, den zu holen. Oder lieber 2? Bieten wir lieber mal 2? Ich habe nämlich keine Ahnung, ich bin ganz ehrlich. Und dann 20.000, kann er sich irgendwas von kaufen, ist mir egal. Oh, das nimmt er an. Geil. Vielleicht hätte ich auch günstiger schießen können beim Gehalt, aber ist egal. Wir haben Sascha Mölders zurück zum MSV geholt und der ist ab jetzt startbereit. Geil. In echt wurde der Vertrag ja aufgelöst zwischen ihm und München. Aber egal. Jetzt mussten wir hier in FIFA nochmal ein bisschen was zahlen. Hier haben wir auch mehr Geld zur Verfügung als der MSV in echt. So, wie gut ist der Junge denn jetzt? Hat eine 67er Gesamtstärke. Ey, das geht voll fit, ohne Witz. Hat einen Wert von 425.000. Das bedeutet, wir haben tatsächlich unter Marktwert bezahlt. Was man erwarten kann bei einem Spieler von einem Alter von 36 Jahren, aber egal. Finde ich geil. Ey, habe ich voll Bock drauf. Geil, damit haben wir Florian Flick und Mölders verpflichtet. Und einen Spieler möchte ich eigentlich immer noch verpflichten, aber dafür müssen wir erst noch einen weiteren Spieler von uns verkaufen. Hauptsache, wir verpflichten Mölders und unser Manager-Rating geht runter auf 97. Geil.
So, Dolle, ich habe ja auch vorhin schon angesprochen, wir werden im nächsten Part gegen Bayern München spielen. Das heißt, wir haben nur 2 Tage Pause zum Bayern-Spiel im DFB-Pokal. Heißt auch gleichzeitig, wir müssen gegen wen Wiesbaden, was mir nicht angezeigt wird, definitiv ein bisschen was rotieren. Und das könnte tatsächlich eine Menge sein. Denn man darf auch nicht vergessen, wir haben tatsächlich seit langem das erste Mal wieder ein Spiel verloren, und zwar gegen Magdeburg. 3-0 in der Simulation, wir haben richtig auf die Fresse bekommen. Das war echt heftig und das darf sich auf gar keinen Fall wiederholen, denn ich habe gerade auch gesehen, wir sind tatsächlich nicht mehr Erster. Also ja, Zwickau hat ein Spiel mehr. Sollen wir jetzt allerdings verlieren oder nur unentschieden spielen, sind wir nicht wieder Erster. Und deswegen war der Transfer von Mölders auch wichtig, weil ich glaube, der ist eine Motivationsbombe. Deswegen, ich bin gespannt auf die nächste Partie. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Mölders das erste Mal zum Spielen kommt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen rotieren. Damit sind wir beim einzigen Spiel in diesem Part gerade angelangt. Wien Wiesbaden gegen den MSV Duisburg. Und wir müssen gewinnen, denn ich will safe wieder auf Platz 1 in der dritten Liga. Und hier ist die Aufstellung von Wien Wiesbaden. Und die haben natürlich Tim Boss im Tor. Hat, glaube ich, auch bei Dynamo Dresden gespielt, wenn ich mich nicht irre. Und es gab damals auch mal Gerüchte, dass er zum MSV kommen würde. Ist allerdings auch schon ein bisschen her. Die spielen mit einem 3-4-3-System. Könnte relativ offensiv ausgerichtet sein tatsächlich. Das ist aber nicht Sinan Kurt auf der 8, oder? Ich bin mir gerade relativ unsicher. Und gleich seht ihr unsere Mannschaft und meine Fresse, da hat sich unfassbar viel geändert. Natürlich Weinkauf im Tor, allerdings über rechts Sommer. Und das erste Mal in der Innenverteidigung zusammen Gembalis und Stierlin. Ich bin tatsächlich auf Stierlin relativ gespannt, weil in der Viererkette ist der eigentlich relativ klein. Aber ich bin da trotzdem sehr gespannt. Über links Quadvo, Gruev und Flick, unsere Zukunftssechser. Jetzt tatsächlich auch mal in der Gegenwart auf der 6. Hetwa über rechts, Noel über links, Bakir und Schuler. Spielt jetzt noch von Anfang an, werden allerdings während der Partie safe ausgewechselt, da bin ich mir schon sehr, sehr sicher, weil die für Bayern auch fit sein müssen. Generell bin ich sehr gespannt, wie jetzt am Ende des Tages das Spiel sein wird, weil wir haben schon sehr, sehr viel rotiert und ein Sieg ist eigentlich unfassbar wichtig, damit wir wieder auf den ersten Tabellenplatz kommen. Deswegen, ey, ich bin gespannt, ich habe lange kein FIFA mehr gespielt, deswegen das noch umso spannender wird. Allerdings macht das hier Flick schon mal ziemlich gut. Und ist auch, glaube ich, ganz gut, dass gerade Bakir und Schuler zusammenspielen, weil die beiden kennen sich ziemlich gut. Und ey, Noel ist halt auch Bombe, ne? Sind wir mal ehrlich, da kommt die Flanke. Well, das war okay. Hetwa. Komm schon. Nein, keine Vorlage, das war aber gut gespielt, ey. Gruev hätte hier echt mal ein Tor machen können, schade. Noel sieht jetzt hier Gruev, jetzt hat er wieder die Möglichkeit. Und wieder die nächste Möglichkeit von Ilja Gruev. Und jetzt Alabak hier. Der hat schon das ein oder andere Tor geschossen. Alter, was ist denn los mit unseren Jungs heute? Was zur Hölle? Okay, das sieht gerade tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus für Wiesbaden. Digga, die sind das erste Mal vorne. Wollen die mich verarschen oder so? Ich bin zu dumm, 3 Tore zu machen. Wenn schon längst 3-0 führen können, wenn man sich mal unsere Chancen anguckt. Allerdings hält entweder der Keeper oder wir schießen einfach gesang- und klanglos komplett behindert daneben. Nein. Oh Gott. Wie viel Glück man haben kann und dann sollen wir mit dem Fehlpass. Nein! Oh mein Gott, was ist das denn? Warum hält Weinkauf denn eigentlich nichts? Warum weicht er den Bällen aus, statt sich dahin zu legen, wo der Ball hinkommt? Ey, ich meine, das war schon echt wieder Kacke, ne? Sind wir mal ehrlich. Verteidigung läuft, also ehrlich. Also ohne Hoffmann ist das ja noch schlimmer da hinten drin. Aber ich krieg's gerade auch echt nicht hin in der Verteidigung, ne? Also ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Okay. Komm schon. Junge, was passiert denn da? Also irgendwie komme ich mir gerade so vor, als würde ich jetzt irgendwie Klotze spielen. Flick, was war das denn? Ja, wir sind in der Halbzeit. Wir sind defensiv absolut beschissen und seit den Gegentoren kriege ich auch offensiv nichts mehr gebacken. Aber ey, selbst wenn ich mal offensiv da wäre, ich würde eh das Tor nicht treffen. Sind wir mal ehrlich. Schuler kriegt die Denkpause und jetzt Mölders rein. Easy. So Leute, scheiß drauf. Wir haben jetzt direkt zur Halbzeit einfach mal Schuler ausgewechselt und jetzt ist Mölders auf dem Platz. Ey, das wäre so geil, würde der uns jetzt hier zum Unentschieden schießen. Ne? Das wäre echt geil, sind wir mal ehrlich. Da ist er wieder, Mölders. Ja, der ist ein feines Füßchen. Wenn der was kann, dann ist er dribbeln. Mölders. Komm schon, Gruev. Mölders ist drin und macht hier irgendwie mit. Und es ist tatsächlich der Anschlusstreffer. Was macht der da? Gruev ist sogar zu blöd zum Jubeln, Alter. Ja, er holt sich den Ball sehr gut. Hat auch nur 20 Sekunden gebraucht, um das zu schaffen. Da ist er. Die Wampe, Mölders mit dem Pass nach innen, irgendwie zu Bakir und dann auf Gruev und dann trifft der Typ endlich mal das Tor. Ich meine, jetzt hast du vielleicht auch einfach Angst, das Tor nicht zu treffen, weil ich glaube, Mölders verprügelt dich dann. Aber egal, das ist der Anschlusstreffer, ey. Wichtig. Erstes Tor in 8 Partien, das ist ein erster Treffer für uns tatsächlich. Und Flick mit einem Bomben-Zweikampf, geil. Ich hab Bock, komm schon. Ja, Mann, Sascha Mölders mit dem 2:2 Tor beim Debüt, geil.
mit Gruev. Also die beiden verstehen sich gerade ganz gut. Wer weiß, wer hat Sascha Mörders auch schon mit dem Vater zusammen mit MSV gekickt. Das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Alter, das wäre ja maximal witzig. Müssen wir mal herausfinden. Hat man das vielleicht schon mit dem Vater gespielt? Also mit Ilja Gruev? Ey, geil. Mörders macht dir das Tor. Geil. Mega geil. Geil, Alter. Die Einwechslung hat echt gebracht. What the fuck? So, wir wechseln jetzt noch zweimal. Frei kommt rein für Gruev, weil Gruev auch nicht mehr so richtig fit ist. Aber der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, seitdem auch der gute alte Mörders auf dem Platz ist. Und Push kommt gefühlt das erste Mal rein für Bakir. Weil Bakir werden wir für Bayern-Spiel safe brauchen. Ich habe vergessen, dass ich Noel auswechseln wollte, ne? Egal. Was eine Kombination mit Mörders. Komm schon, Junge. Das wär's gewesen. Ah, Stierlin. Oh, nö. Hey, Weinkauf hält den Ball. Boah, das wär's. Komm schon. Frei. Ja, Mann! Was zur Hölle? Marlon Frei in echt vor kurzem geheiratet. Er machte das Tor. Ey, geil. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. What the hell? Ey, richtig schöner Pass, by the way, von Noel. Und Boss kommt da fast dran. Like a boss. Kann er mal nicht halten. Puh, Digga, wir haben das Spiel gedreht in der zweiten Halbzeit. Ey, Mölders bester Einkauf, ohne Witz. Zweites Tor in 24 Partien. Also, Mölders war bester Mann. Boah, Schuler war bei 5,9, krass. Zum Glück habe ich ihn ausgewechselt, der war ja richtig schlecht. Aber unsere Verteidigung war halt absolut scheiße, ne? Niklas Sommer ist teilweise nichts rumgelaufen. Der ist aktuell noch zu schlecht, um beim Mitangreifen in der Spielanweisung zu haben. Da rennt er zu sehr im Niemandsland rum, keine Ahnung, der war teilweise echt beschissen aufgestellt. Der braucht aber auch noch die Arbeitsrate hoch in der Defensive, ich glaube, das wird auch nochmal helfen. Aber generell, ne, Gembalis Stierlin hat gar nicht funktioniert mit den beiden. Ganz ehrlich, das war absolute Katastrophe. Wir hatten uns verpflichtet, sie Spieler, der unserer Club entspricht, um unseren Verein noch größerer Popal... Was ist das für ein Deutsch? Wir hatten uns verpflichtet. Ey, ganz ehrlich, das ergibt deutschtechnisch gar keinen Sinn. Wir hatten uns verpflichtet, sie Spieler, deren Nation... Wir hatten uns verpflichten, sie Spieler, deren Nationalität der unseres Clubs entspricht, um unserem Verein noch größere Popularität bei den einheimischen Fans zu verschaffen, zum Ziel gesetzt. Irgendwas stimmt da doch bei einem Satz nicht, oder? Oder bin ich dumm? Also würde ich jetzt sagen, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm für Deutsch. Brit Schneider tatsächlich verkauft. Perfekt. Das bedeutet, wir kriegen nochmal 525.000 auf unser Transferbudget obendrauf. Die Frage ist nur, reicht das tatsächlich aus, um eventuell Kerim Çalhanoğlu zu verpflichten? Wie ja viele von euch wissen, habe ich extremst viel Bock auf Kerim Çalhanoğlu, weil ich glaube, der könnte echt gut werden. Ich versuche ihn einfach mal tatsächlich zu leihen, was nicht funktioniert. Schade. So, wir gucken jetzt mal, ob wir vielleicht den ein oder anderen Spieler noch verkauft bekommen, damit wir uns dann eventuell einen neuen Jugendscout kaufen können und Kerim Çalhanoğlu. Das wäre so geil, aber dafür müssen wir definitiv erstmal Spieler verkaufen noch. Gembalis ist so ein Spieler, den ich halt echt nicht verkaufen möchte, ne? Also, nein. Transferangebot für Steurer. Das ist geil. Das ist mies geil. Wir gehen jetzt in die Verhandlungen rein. Mal eben. Komm, der hat einen 800.000er Marktwert. Wie wär's mit 950.000? Ich will nicht mal die Million haben. Das akzeptieren die sofort. Ey, das wäre so optimal, wenn wir das jetzt hinkriegen. Okay, es hat geklappt. Steurer hat uns verlassen. Wir kriegen nochmal 725.000 auf unser Transferbudget. Wir haben 2,3 Millionen. Eventuell schaffen wir es damit tatsächlich, Kerim Çalhanoğlu zu verpflichten. Das wäre mega geil. Ganz ehrlich, ich hätte natürlich schon Bock, Çalhanoğlu unter Marktwert zu verpflichten. Wir gehen jetzt einfach mal auf 1,6 Millionen, hören uns einfach mal an, was Schalke dazu sagt. Es wäre natürlich mega nice, den einfach für 1,6 zu schießen. 1,7 Millionen und 5%. Ey, ganz ehrlich, ich bin damit einverstanden, das ist immer noch unter Marktwert. Und ich will den Spieler halt wirklich unbedingt haben. Das wäre so nice, Alter. Komm schon, wir kaufen einfach von Schalke alle Talente. Ah, die haben zwar noch ein paar, aber egal. Sollen wir es jetzt tatsächlich schaffen, Çalhanoğlu noch zu verpflichten, haben wir einen weiteren Spieler mit einem echten Face und natürlich direkt einen Freund für Flick. Da freut er sich bestimmt auch. Ganz ehrlich, Rotationsspieler. Damit sollte er eigentlich einverstanden sein, sich erstmal hinter Quadvo einzusetzen. Aber wenn ich natürlich die Hoffnung habe, dass der relativ schnell Quadvo überholt, weil, dass ich der größte Fan von Quadvo bin aktuell hier bei FIFA, ist ja auch irgendwie klar. Auch wenn man sagen muss, er hat sich echt deutlich gesteigert. 5 Jahre, gar kein Problem mit. Freigabesumme auch gar kein Problem mit. Ist man noch 9.000, das wäre geil. Der ist zufrieden damit, weniger zu verdienen als bei Schalke. Ey, das wäre ja maximal geil. Und damit verpflichten wir Çalhanoğlu einfach nur für 5 Jahre. Geil. Ey, der hat es mir richtig einfach gemacht in den Verhandlungen. Der wollte ja unbedingt zu uns. Fühle ich, finde ich geil. Und damit haben wir jetzt bis jetzt 3 Spieler verpflichtet in der Wintertransferphase. Einmal Kerim Çalhanoğlu von Schalke, Sascha Mölders von 1860 München und Florian Flick. Das bedeutet 2 Talente mit Çalhanoğlu und natürlich mit Florian Flick. Vor allem Çalhanoğlu, 19 Jahre alt und nochmal ein Spieler mit richtiger Erfahrung.
Sascha Mölders, 36 Jahre alt, Alter. Richtig geil, der hat schon Fußball gespielt, da waren die beiden noch flüssig, ey. Muss aber noch sein, dass unser Kader extrem klein ist, ne? Sieht natürlich jetzt schon mal wieder ein bisschen fitter aus, muss man sagen. Şanoko wird auch auf jeden Fall des Öfteren mal spielen, weil, ey, der braucht Spielpraxis. Weil ich glaube, der hat auch ein ganz gutes Potenzial und ich glaube, der wird auch relativ schnell Quattro überholen. Ich wollte gerade sagen, Quattro ist doch keine 35 Jahre alt. Der ist nämlich 25 Jahre alt, allerdings Şanoko halt erst 19, ne? Und ey, das ist mies, nice. Wir haben tatsächlich noch nicht so gute Talente, ne? Also McDonald ist schon echt krass im Gegensatz zu den anderen. Und jetzt meldet sich Kolja Pusch. Ich bin froh, dass wir mich auf die Transferliste gesetzt haben. Ich wollte hier gar nicht wirklich spielen. Danke. Das ist immer, das, genau das sollte man sagen, wenn der Wechsel nicht funktioniert hat, du Trottel. Ganz ehrlich, ich sehe mich lediglich um. Ja, was ein Vogel, ganz ehrlich. Şanoko kriegt jetzt erstmal den Entwicklungsplan defensiver Flügelverteidiger. Das bedeutet, in 12 Wochen wird er auch den 66 erreichen und die Arbeitsrate defensiv wird ebenfalls auf hoch gehen, was mich ehrlich gesagt auch ziemlich freut, weil ich mag Außenverteidiger, die Angriff und Defensiv auf hoch haben, weil dann rennen die ganze Zeit hoch und runter und das ist halt echt nice, wenn die ganze Zeit rennen. Auch wenn die Ausdauer dafür natürlich besser werden muss, aber da arbeitet er ja dran. Mir hatten jetzt auch welche bei Flick geschrieben, ich solle ihn erstmal auf die Innenverteidigung trainieren, ihn dann wieder auf die 6 trainieren. Ich weiß gerade allerdings nicht, ob der da so einen riesen Plus bekommen würde. Ja, ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Sollte der jetzt tatsächlich irgendwie einen Plus von 3 oder so bekommen, würde sich das natürlich lohnen, das einmal so zu machen, ihn erst zum Innenverteidiger, dann wieder zum ZDM zu machen. Allerdings weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, ob sich das so lohnen würde. Was man sagen muss, oder was ich mal eben kurz sagen kann, ich bin echt zufrieden mit unseren Transfers. Florian Flick finde ich extremst nice, dass wir den bekommen haben. Der muss sich natürlich auch noch bessern. Sascha Mölders finde ich einfach extremst witzig, dass das funktioniert hat, den zu verpflichten. Und ey, Kerim Şanoğlu feiere ich halt auch. Finde ich mega geil, dass das jetzt tatsächlich geklappt hat. Flick ja aktuell mit der Trikot Nummer 8 von Gündoğan quasi übernommen, der aktuell verliehen ist. Sollte der mit der Trikot Nummer nicht zufrieden sein, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, dann gucken wir mal, was wir machen können. Şanoğlu trägt aktuell die 4, ich glaube, die hat er auch bei Schalke getragen. Fände ich halt auch vollkommen in Ordnung, wenn er die behält. Und Mölders aktuell mit der Trikot Nummer 14. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Der hat im Übrigen bei 1860 München in der Hinrunde 3 Tore geschossen. Bei uns hat er jetzt 1 geschossen, ist dann damit aktuell auf bei 4 Treffern in 17 Einsätzen. Ist okay, ey, ganz ehrlich. Bei uns hat er einen sehr, sehr guten Einstand gefeiert, weil Schuler echt reingeschissen hatte. Ey Leute, wenn euch der Part gefallen hat, da war jetzt ein bisschen Real Talk dabei zum MSV Duisburg. Ich muss selbst wieder ein bisschen reinkommen, ihr kennt das ja, ne? Ist ja aktuell leider ein bisschen kacke, muss ich zurzeit sagen, auf meinem Kanal. Aber ey, ich bin umso stolzer, dass ihr dabei seid immer. Lasst deswegen definitiv ein Like nach oben da, ihr würdet mich damit extremst unterstützen, weil ey, so helft ihr meinem Kanal, so helft ihr mir, so helft ihr halt dem Algorithmus von YouTube extremst. Und ey, ich hab da mega Spaß dran, wenn ihr dann auch Spaß dran habt. Deswegen zeigt das sehr, sehr gerne mit dem Daumen nach oben. Lasst eure Meinung gerne zu der aktuellen Thematik zum Sportdirektor gerne da, weil wie gesagt, über die Rassismusdebatte ist halt wirklich kacke. Ich habe meine Meinung zu Rassismus gesagt, gehört nirgendwo hin. Aber es gibt ja so viele verschiedene Aussagen aktuell, was halt einfach echt schwierig ist. Deswegen Sportdirektor, gerne mal eure Meinung rein. Und dann natürlich auch immer zu dieser Folge, zu den Neuverpflichtungen von Mölders, von Flick und natürlich auch Şanoğlu. Flick habt ihr ja schon gesagt, feiert ihr, aber nichtsdestotrotz schreibt gerne mal rein. Und deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei, da ist auch ein neues Foto mit meinem Bruder zusammen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und wir haben hier bald einen neuen Hintergrund wahrscheinlich. Nur deswegen, ciao.